So. Legendäre Filmautos. Schauen wir mal, was wir da haben. Also empfohlen wird der Camaro. Challenger natürlich auch geil. Die sind aber alle, dann lassen wir, ja, nehmen wir den Camaro. Habt ihr nichts anderes, ne? Ach, werden wir schön den kriegen. So hat ein anderes Design. Wer weiß. Tunnelfahrt. So, Autotune, wie viele Gänge haben wir? Das ist 4? Oh, okay. Ja, nicht viel schalten, würde ich sagen. Schwerfälligkeit des Wagens muss man sich natürlich auch mal ein bisschen ran tasten und gewöhnen. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir ja noch ihn aufholen mit dem gleichen Wagen.
Nein! Eins rüber. Nicht zwei. Hallo? Hab's gut gemacht oder was? Weltkarte? Wieso? Was zur Hölle ist hier kaputt? Boah. Dann machen wir's so. Geht ja auch. Gut, fortsetzen. Was sind wir denn überhaupt? Ja, würde ich sagen, nehmen wir die gleich nochmal. Uns einmal so ein bisschen dran gewöhnt haben. So, tun kann man ja eh nicht. Also rein hier. Renn in die Rolle. Kugelste hier voraus. Schon haben sie wieder aufgeholt, wir haben es leicht verpunzt. Ja, die Bots fahren natürlich auch mit allen Fahrhilfen, darf man ja auch nicht vergessen. Inklusive Gummiband-Effekt.
Cool. Dann direkt. Ja, ich kann hier nicht auf die Karte gucken. Keine Ahnung, was jetzt hier kaputt ist, schon wieder in dem Spiel. Manchmal das Gefühl, die patchen das immer kaputter. Genau, hier geht's weiter. Vielleicht sollte man da ja auch hinfahren. Vielleicht ist das damit so gemeint. Aber da müsste ich auch nicht wohin. Kann ja nicht auf der Karte gucken und mir einen Wegpunkt machen. So, ja, gleich nochmal. Wenn man sich so ein bisschen eingefahren hat, geht der Wagen schon. Oh, dann mal direkt los, ne? Wer siehst du mehr? Eigentlich ist das auch ganz gut, um in die Kurve dürften, wenn du ein bisschen mit dem Gas spielst. Ja. Ganz smooth. Wunderhübsch. So, meine lieben Freunde, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.